Gestern habe ich euch ja schon einen kleinen Einblick gezeigt in die Vielfalt der Edges Range, was ich für meine Angelei benutze. Gestern habe ich einen Trot Rig gezeigt, also für die Angelei im See, also etwas feiner, was ich benutze. Jetzt habe ich hier einen Rig, was ich zu 90% am Fluss befische oder halt, wenn es auf große Distanz geht, mit schweren Bleien. Ich benutze dafür eine Safety Clip Montage, die ist schon vorgebunden mit einem Leader. Hat wieder den Vorteil, dass hier oben eine Schlaufe ist und ich kann ganz schnell wechseln, wenn ich vielleicht dann doch mal irgendwo Fische mit einem Trot Rig anwerfen will oder mit einer anderen Montage. Was ich an diesem Leader ändere, das ist der Rubber. Es gibt von Fox einen Power Grip Rubber. Das heißt, der ist stärker und hält schwerere Bleie viel besser an dem Clip. Das heißt, wenn jetzt irgendwie eine Prasse oder sowas beißt, die schüttelt nicht sofort das Blei ab und ihr verliert das Blei. Trotzdem ist das Blei, wird das Blei ausgelöst, wenn es zum Beispiel jetzt in den Steinen hängt, am Fluss, in der Schüttung oder sonst wo in einem Hindernis. Dazu fische ich ein D-Rig. Das D-Rig habe ich gebunden mit dem Illusion-Material. Ist ein Fluorocarbon-Material, was ich an einem O-Ring-Wirbel angeknotet habe. Es hat den Vorteil, dass es einfach flexibler ist. Das heißt, wenn jetzt eine Prasse oder ein kleiner Fisch irgendwie an dem Köder rummacht, das setzt sich wieder ganz normal hin oder es steht einfach nicht hoch. Das D-Rig sieht kompliziert aus, ist aber im Prinzip ganz einfach zu binden. Also man macht zwei Knoten, das ist vorne im Haken ist ein Blättchenknoten und hinten ein No-Note. Also ich binde so einen Haken, ich glaube in 30 Sekunden oder so. Es hat noch einen großen Vorteil. Man hat ja den Ring, den O-Ring, den man in dem D befestigt. Und daran kann man verschiedene Köder platzieren. Also ob man jetzt wie ich jetzt hier eine einzelne Tigernuss oder eine Snowman-Montage, das ist egal. Man muss nicht die Haarlänge oder so verändern, sondern man macht das über dieses Baitfloss, was man an dem O-Ring festknotet. Also es ist ultra flexibel. Also das D-Rig, es ist schon 100-mal erklärt worden, aber es gibt sicherlich immer noch welche, die nicht genau wissen, wie man den vorderen Knoten macht. Es ist im Prinzip ein einfacher Plättchenhaken. Man legt beide Enden übereinander, wickelt 4 bis 5 Mal drum und zieht dann einfach das lange Ende, was oben durchs Röhr kommt, wieder fest. Also so fest, dass dieser Knoten unten im Hakenschenkel richtig fest ist. Dann nimmt man das lange Ende und zieht das durchs Öhr und macht ein ganz normales No-Knot-Rig. Aber nicht vergessen, der Ring muss noch da drauf, weil sonst könnt ihr von neuem anfangen. Das Illusion-Material hat auch noch einen sehr großen Vorteil. Man braucht jetzt nicht irgendwie zum Strecken das Dämpfen oder über den Kocher zu halten, sondern man nimmt einfach ein Tool, streckt das, was ich noch ein bisschen mache, ich gehe noch ein bisschen mit den Lippen drüber und reibe das ein bisschen, bis es warm wird und dann ist das wirklich ganz gerade gestreckt und liegt ganz gerade unten auf dem Boden.